Hinter mir im Schloss Gainhofen, da findet sie statt, die Unikat B, die Kunsthandwerkausstellung hier in Bludenz. Ja, in diesen Tagen ist Bludenz der Nabel der Kunst- und Kulturszene. Ja, und wir schauen jetzt einmal hinein, was uns die Künstlerinnen und Künstler so alles anbieten. Herzlich willkommen bei der Unikat B. Stolz, dass man in Bludenz in kultureller Hinsicht so eine tolle Veranstaltung hat? Ja, natürlich. Also unsere Kulturabteilung macht das Beste aus allem. Und wie man sieht, in dieser Location der Bezirkshauptmannschaft Bludenz, ein feudales Gebäude, so eine tolle Ausstellungen, sowas herzubringen nach Bludenz, ist schon Sucht seines Zeichen. Und ich glaube, es ist der richtige Ansatz, dass Vorarlberg nach Bludenz blickt. Und ich bitte alle Bregenzer, Feldkircher, Dombirner, dass sie alle nach Bludenz kommen. Diese Ausstellung sollte man besuchen, die muss man besuchen. Wie schwer war es, die Künstlerinnen und Künstler hierher zu bekommen? Ja, wir haben ja im Prinzip einen guten Status, weil wir dürfen nur eine ausgewählte Menge nehmen. Schloss Gainhofen lädt 34 Aussteller zu. Und wir haben eine Jury, die da aus den Ausstellern aussucht. Und das heißt, nur die Besten kriegen noch einen Platz bei uns. Die Unikat B bietet noch viele andere Facetten. Was zum Beispiel? Wir haben heuer das musikalische Rahmenprogramm erweitert. Wir haben jetzt heute bei der Vernissage einmal die Band von Brandon Adams hier. Wir haben auch am Samstag und Sonntag Studierende vom Landeskonservatorium. Und wir haben am Samstagabend auch noch ein ganz tolles Special, nämlich mit den Gastronomen der Innenstadt, die auch für die Unikat B noch ein Rahmenprogramm noch organisiert haben. Stolz als Bürgermeister, solche Veranstaltungen in kultureller Hinsicht hier in Bludenz zu haben? Ja, sicherlich sehr stolz. Nach einem Jahr Pause, diesmal das 15. Mal Unikat B. Wenn man sieht, welche Aussteller, welche Designer, welche Künstler hier sind, glaube ich, ist ein herrliches Zeichen. Das Ambiente Schloss Gainhofen trägt natürlich dazu bei, aber im Vordergrund stehen natürlich die Künstlerinnen und Künstler, die ihre Produkte darstellen. Und glaube ich, man kann sicherlich gespannt sein auf das Angebot, was hier die nächsten 3 Tage abgeht. Es steht auf dem Plakat, Kleider zum Feste feiern machen Sie. Was für Feste kann man mit Ihren Kleidern feiern? Ja, also meine beliebteste Geschichte ist, dass eine Frau halt für die Festspiele, für die Bringse Festspiele, ein Kleid angezogen hat. Und am nächsten Tag hat sie es umgedreht und ist mit einem gleichen Kleid gebadet gegangen. Also meine Spezialität sind die Wendekleider. Die kann man aber umdrehen und dann hat man ein anderes Kleid. Wie kommt man aus Stuttgart hierher nach Bludenz zur Unikat B? Also erstens mal hört man auch bis im fernen Stuttgart immer was von der Unikat B. Dann wurde ich freundlicherweise immer wieder angeschrieben und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Habe mich beworben, habe mich sehr gefreut, dass ich durch die Jurierung gekommen bin. Ich war im Leben noch nie vorher in Bludenz. Ich finde es wunderschön, ich finde es so toll, dass man die Berge so nah hat. Ich finde das Schloss wunderschön und jetzt schauen wir mal, was passiert. Was bieten Sie da alles an? Ich biete Drechselwaren an, aber spezielle, also nicht ganz normale Drechselwaren, sondern schon ein bisschen ausgesuchtere Sachen. Füllfederhalter zum Beispiel, auch Trinkbecher, hauchdünn gedrechselt, spezielle Zirbenholzprodukte. Ja, alles, was so anfällt. Sie sind der Hausherr hier, die Unikat B ist da, eine tolle Sache, die Bezirkshauptmannschaft Bludenz da den Künstlerinnen und Künstlern bietet? Ja, wir haben bereits dieses Erfolgsrezept der Unikat B seit 15 Jahren bei uns im Hause und es ist immer wieder eine ganz tolle Sache, was an angewandter Kunst, an zeitgenössischem Design bei uns hier die Künstler aus Vorarlberg, aus Österreich, aus dem benachbarten Ausland immer wieder ausstellen. Das war's von der Unikat B im wunderschönen Schloss Gainhofen hier in Bludenz. Wir haben tolle Personen getroffen, wir haben wunderbare Ausstellungsstücke gesehen. Ja, und wir sehen uns wieder bei der Unikat B in Bludenz im Jahr 2017.